Sehr wichtige Pflanze für die Schönheit des Gartens ist die Cosmea Cosmos. Da gibt es ganz verschiedene Farben. Es gibt auch eine orangene. Und die blüht immer, wenn man die abgeblühten Blütenköpfe wegknipst, dann kommen immer wieder welche nach. Immer wieder. Man hat sehr, sehr lange und sehr viel Freude an diesen. Das hier ist der Dost oder wilde Majoran, Origanum vulgare, eine Bienen- und Schmetterlingspflanze, die ganz hervorzüglich ist, wenn man die frischen Blätter auf Pizza legt und dann überbeckt, die man also wirklich wie das echte Origanum oder ja, Pizzagewürz einfach verwenden kann. Die Blüten sind auch sehr, sehr lecker für Tee getrocknet und die Blätter. Eine Pflanze, von der es sich wirklich lohnt, viel zu haben. Die ist ausdauernd, lässt sich durch Ableger vermehren. Hier sehen wir die Blüte vom echten Schwarzkümmel, der sich auch gerne selbst auszieht, einjährig ist. Später bildet er dann solche Kapseln und darin befinden sich in trockenem Zustand wunderschön tiefschwarze Samen, die für alles Mögliche gut ist. Da kann Öl daraus hergestellt werden. Wir essen die einfach so über manche Gerichte, zum Beispiel auch über eine Möhrensuppe. Der Mohammed hat gesagt, es ist gut, um alle Krankheiten zu heilen, äußerlich, für die Haut, innerlich, also der Schwarzkümmel, ganz toll. Die Färberkamille, auch Färberhundskamille genannt, Anthemis tinctoria, wird verwendet, um Stoffe zu färben, Seide und Wolle. Es gibt ein wunderbares Gelb, das ist das Luteolin, das enthalten ist. Das schützt uns, wie die vielen Farbstoffe gut tun im Tee. Man darf also auch die Blüten durchaus, um einen Tee zu kochen, nutzen. Ich würde aber empfehlen, das zu mischen, zum Beispiel mit dem Isop, der daneben steht und blüht. Es gibt eine wunderschöne Farbe im Tee, die uns also gut tut. Für den Geschmack sollte man noch andere Blätter dazu tun. Man kann auch die Blütenblätter einfach über einen Quark streuen und so mit essen.